meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen hier zu meinem Adventskalender. Ja, ich habe mir mal so spontan heute Morgen so gedacht, so als ich zur Schule gefahren bin, so, ja komm, es machen so viele einen Adventskalender Tage lang, warum sollst du denn da selber keinen Adventskalender machen? So, dann habe ich mir in der Schule wirklich so lange überlegt, wie ich 24 Videos bzw. 24 Kategorien finden kann, wie ich diesen Adventskalender füllen kann. Und ich habe es wirklich geschafft, 24 Kategorien zu finden. 24 Türchen wird es geben. Ja, und heute hier und jetzt wird das erste Türchen natürlich geöffnet. Und zwar, das erste Türchen beinhaltet die Kategorie, wo farme ich am liebsten in DMO? Ja, die meiste Zeit wird hier in DMO der Adventskalender stattfinden. Natürlich gibt es auch einige Türchen, wo was Privates kommt. Und man kann leider nichts gewinnen. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Aber ich werde euch hier mal vielleicht ein paar Tipps geben oder so in irgendeinem Türchen. Seid gespannt. Vielleicht helfen euch die Tipps irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ja, heutige Kategorie ist, wo farme ich am liebsten, also wo ich gerne generell meine Sachen farmen gehe. Und ja, ich würde dann sagen, ich hau da mal eben kurz ab hier, gehe zu dem Gebiet, wo ich dann gerne hingehe und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, meine Freunde. Und da sind wir auch schon wieder und ja, wer meine Videos schon lange verfolgt, weiß auch eigentlich, wo ich gerne am Leveln bin, beziehungsweise auch am Farmen bin. Ich gehe sehr gerne zu den Rockmon Farmen, denn dort kriegt man wirklich sehr viel Rockdaten. Also, da kriegt man wirklich unnormal viele Rockdaten. Die sind zwar jetzt nicht so viel wert auf dem Server, aber ich meine, die kriegt man so schnell, da hat man das Geld eigentlich schon wieder drin. So, was man jetzt an Chicken Combos verbraucht, hat man eigentlich an den ganzen Sachen, die man hier im Maze Entrance verdient, eigentlich so gut wie es geht, fast wieder drin. Zu den Vokémon gehe ich auch gerne, auch mit den Rockdaten. Keine Frage. Gut, hier gibt es zwar haufenweise vom Rockdaten. Allerdings gehe ich auch noch gerne hier hin, um Famimon Eggs zu farmen. Wird zwar jetzt nicht so oft verkauft bei mir, aber ich meine, wenn ich sie habe, dann habe ich sie, kann ich sie verkaufen. Ich habe zwar schon Famimon, aber hier kann man ebenfalls leider keine Insektendaten farmen, weil die droppen auch Rockdaten. Ich weiß gar nicht wieso. Als allerliebstes, wo ich farmen gehe, ist nämlich hier bei denen hier. Komm, seid ihr da? Ja, hier bei den Hishriumon. Ich habe mal in einem meiner Videos gesagt, dass ich hier einmal gelevelt habe, beziehungsweise auch, ja okay, gefarmt nicht, beziehungsweise nur gelevelt habe. Hier bekommt man Ryudamon-Eier. Und die kann man wirklich für 40 Enderstück verkaufen. Also ich habe damit fast 3T gemacht jetzt die letzten Tage, weil ich voll viele Eggs verkauft habe. Und das Beste noch daran hier ist, wenn man Daten von denen droppt, von den Ryumon, kann man ganz viel Glück haben und 1 bis 3 Daten pro Ei bekommen. Das heißt, ihr könnt aus einem 125er Egg 3 Daten rausbekommen und das ist auf jeden Fall ziemlich viel und Dragon Daten sind eh viel wert hier auf dem Server. Also lohnt es sich eigentlich wirklich hier wirklich zu leveln, beziehungsweise zu farmen, denn hier durch diese Digimon kriegt man echt viel Geld. Aber wie gesagt, euer Digimon muss in diesem Levelbereich bleiben, so sagen wir mal von 46 aufwärts bis, ich weiß nicht, ob wir bis 85 hier noch was droppt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehr lange farmen und Dragon Data empfehle ich euch sehr. Ich zeige euch noch einen anderen Punkt, wo ich gerne bin und den zeige ich euch jetzt gleich. Bis gleich, meine lieben Freunde. So, jetzt geht es auch direkt weiter. Hier im Maze sind wir natürlich. Im Maze F2 im letzten Raum, also in Raum 4 müsste das sein. Und diesen Raum finde ich halt richtig speziell. Also ich finde den halt richtig korrekt. Denn ich farme gerne bei Seedramon, aber auch gerne bei Chrysalamon. Hat einfach den einfachen Grund, man droppt hier zwar, glaube ich, auch keine Devil-Daten bei denen, nee, ich glaube, es waren auch wieder Rock-Daten, aber man farmt trotzdem gut hier Keramon-Eggs und die Keramon-Eggs kann man auch von 30 bis 40 M verkaufen und ich meine, die haben schon eine häufige Drop-Rate, die Keramon-Eggs, also lohnt es sich eigentlich hier zu leveln. Hier kann man natürlich auch bis Level 90 leveln, also ist das eigentlich ein guter Vorteil. Genauso wie bei den Seedramons. Bei den Seedramons finde ich halt das Einzigartige ist halt, die droppen Betamon-Eggs plus die droppen noch halt die Aqua-Daten und derjenige, der weiß, dass Aqua-Daten richtig viel Wert haben auf dem Server. Damals, als die Aqua-Daten noch richtig frisch war, also wo ich damals angefangen habe, kam gerade das erste Aqua-Digimon raus und ich glaube, es war Betamon. Ich weiß nicht, ob da Gomamon schon draußen war. Auf jeden Fall gab es da, glaube ich, nur 1 oder 2 Aqua-Digimon und es haben damals Aqua-Daten um die 12 bis 13 M gekostet, das Stück. Also, das war damals richtig viel und heute kriegt man nicht mehr so viel, aber auch noch einiges an Geld.
Vor allem mit den Betamon Eggs, die kann man auch für 40 bis 50 M verkaufen hier. Die gehen auch 100 pro weg. Ist zwar auch ein geiles Digimon und ja, hier könnt ihr auch ebenfalls bis 90 leveln. Also lohnt es sich eigentlich hier bei den Sachen, bei den Digimons zu leveln. Natürlich könnt ihr auch noch weiter reingehen ins Maze, ins F3. Ich weiß nicht, komme ich hier rein? Ich weiß gar nicht. Ne, komme ich glaube ich gar nicht, ne? Ne, auf jeden Fall, wenn ihr ins, wenn ihr jetzt einen Raum weitergeht, dann kommen irgendwann im Fairmon und die, die Ultra-Digitation von Cidramon, da könnt ihr, da farme ich auch ebenfalls liebend gerne. Aber hier für den Einstieg für euch könnt ihr auch hier gerne farmen gehen, also so mache ich das gerne. Und ja, das waren eigentlich so meine zwei großen Orte, mein Gott, ich habe schon wieder Sprachfehler hier ohne Ende, wo ich gerne farme und beziehungsweise level, weil man dort echt viel an Sachen bekommt, die man richtig gut verkaufen kann und richtig viel Cash halt bringen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Wie findet ihr meine Aktion? Ein Adventskalender mit 24 Videos, jeden Tag eins. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein Feedback geben würdet. Und ja, wir sehen uns dann morgen in Türchen Nummer 2, meine lieben Freunde. Ciao!